Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Felix Höfelborn von Wir machen Trader und heute schauen wir uns mal eine ganz spannende Frage an. Wir sehen es hier, wie sieht eigentlich der Weg zum erfolgreichen Trader aus? Diese Frage hast du dir bereits häufig gestellt, da bin ich überzeugt. Jeder hat sich diese Frage gestellt und wir wollen hier insbesondere auf die zeitliche Komponente eingehen. Also, wie lange dauert es eigentlich, bis du erfolgreich handeln kannst? Falls du uns bislang gefolgt hast, weißt du, dass wir immer unterschiedliche Fragestellungen einfach rekonstruieren. Wir suchen die Variablen aus, von denen das Ganze, von denen diese Fragestellung abhängt und diskutieren die einfach. Und das werde ich dir heute präsentieren. Bevor wir das jetzt machen können, also diese Variablen auflisten, von denen diese Fragestellung abhängt, müssen wir natürlich die erste Zielvariable hier erstmal definieren. Was heißt es eigentlich, erfolgreich zu traden? Und was ist also folglich das Ziel für die meisten? Wenn wir da einfach mal schauen, mit welchen Studenten wir letztendlich zu tun haben, ist das häufig so, dass das berufstätige Leute sind, die einfach nebenbei traden möchten und das auch ja für die meisten so ist, dass das immer neben dem Beruf laufen soll. Und das ist einfach so, wir kennen es alle, die Zinspolitik in Deutschland, Sparbücher, was bringt uns das schon, wenn man das mal mit der Inflation gegenrechnet? Und dementsprechend sind das einfach Individuen, die sagen, okay, ich vertraue dem Banker nicht unbedingt, ich möchte mein eigenes Kapital letztendlich verwalten und ich muss das auch nicht super aggressiv machen und ich muss auch nicht der Allerbeste sein, sondern ich möchte meine 10-30% im Jahr erwirtschaften. Und wenn es dann nur 5% wären, dann bin ich immer noch viel besser als ein Sparbuch, wenn es nur 4% wäre. Also einfach ein Interesse haben, eine Leidenschaft entwickelt haben für diesen Bereich und auch einfach ihre persönlichen, ja, eine persönliche Verantwortung übernehmen möchten für diesen Bereich. Und dementsprechend sprechen wir jetzt nicht von Leuten, die sagen, okay, erfolgreich ist für mich nur, dass ich der Allerbeste in diesem Bereich bin und in die und die und die Firma möchte und einen Hedgefonds verwalten möchte. Für die ist das sicherlich ein bisschen was anderes. Aber wir sprechen hier von den, ja, durchschnittlichen Leuten, nicht im Sinne vom Durchschnitt, sondern einfach vom Ziel, was absolut vertretbar hier ist und was auch sehr cool ist, wenn man sich das mal vorstellt, dass diese Leute einfach ja diese Verantwortung selbst übernehmen. Und wenn wir jetzt mal schauen, 10-30% im Jahr zu machen, ist das ja schon ziemlich, ziemlich cool. Und als Anfang können wir hier nochmal eine Grafik nehmen von einer unserer Studentinnen. Das heißt, bei uns sind Leute, die lernen von uns, wie man tradet und auch da, nein, es gibt nicht nur einen Weg, wie wir das machen oder so, sondern wir haben ein Konzept rausgesucht für unsere Studenten, von dem wir einfach überzeugt sind, dass es gut ist, aus unterschiedlichen Gründen. Man kann es einfach lernen, man kann es leicht nachvollziehen, es ist super geeignet für Berufstätige, aber das ist nicht das einzige Konzept und wir sagen auch nicht, du musst das kaufen, du musst das bei uns machen, das ist Bullshit, ja. Sondern Leute, die einfach eine solche Lösung möchten, für die ist es da und für die anderen muss es nicht da sein, gar kein Problem. Worauf ich hinaus möchte, ist zu sagen, dass hier jemand einfach die Arbeit reingebracht hat. Hier jemand die Arbeit reingebracht, hat das Ganze erst gelernt, hat das Ganze gebacktestet und dann bekommen wir hinterher ein Portfolio zusammen und wir sehen hier die Simulation der Backtesting-Ergebnisse, also das wohlgemerkt, volle Transparenz, sind keine Live-Trading-Ergebnisse und das hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, ob das realistisch ist oder nicht. Du sollst den Disclaimer gelesen haben, aber hier ist ein Portfolio gestaltet, was ziemlich ja risikoneutral gestaltet ist und wo einfach jemand die Arbeit reingebracht hat und das Ganze gebacktestet hat. Und wir sehen schon, okay, wenn wir nur die ersten 100 Trades anschauen, könnten wir hier rein theoretisch natürlich von 10.000 auf ungefähr 16.000 kommen. Und wenn wir das jetzt mal betrachten mit unserer Zielstellung, 10-30%, das ist kein Hexenwerk, wenn man die richtige Arbeit reinbringt. Wir gehen also jetzt einen Schritt weiter. Wir haben erstmal gesehen, okay, da hat irgendein Student schon was gemacht und schafft es also folglich mit der richtigen Arbeit auf diese Zielgerade zu kommen. So, jetzt möchten wir uns fragen, wie sieht dieser Weg bis dahin erstmal aus? Und wir haben diese Variablen, um unsere Fragestellung hier letztendlich beantworten zu können. Erfolg sehen wir ganz unten rechts an unserem Zeitstrahl. Wir haben die Zeit
und irgendwann haben wir Erfolg. Und das ist auch ganz wichtig und das war für mich immer ganz wichtig, denn Erfolg ist etwas im Trading, ja, kommt natürlich auf die persönliche Zielstellung an, aber wenn man sagt, okay, irgendwann sind es vielleicht nicht mehr 10.000, 100.000 Euro, sondern eine ganz große Summe und da geht es nicht um diesen finanziellen Reichtum, sondern einfach um diesen Prozess, wie groß kann etwas werden, eine Idee. Dann heißt das für mich, okay, ich bin noch nicht da, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht, aber ich kann da hinkommen. Und eigentlich all das auf dem Weg dahin, das kann vielleicht 3 Jahre länger dauern, 4 Jahre länger dauern, 5 Jahre länger dauern, wer weiß das. Aber solange ich diesen Prozess nicht unterbreche, komme ich irgendwann zu meinem Ziel. Und dementsprechend haben wir eine Variable, die heißt einfach Zeit. Die dritte Variable hier direkt mit der Zeit verknüpft ist natürlich die Motivation. Ich muss eine Motivation haben, diese Zeit aufzubringen und wirklich alles zu investieren, mein mentales Kapital, ja, dieser Wille einfach zu lernen, dass ich diese Zeit wirklich nutze, sonst komme ich nicht zum Erfolg. Wenn wir einfach nur Zeit vergehen lassen, also warten und nichts tun, dann werden wir auch nicht erfolgreich werden und dann werden wir auch nicht 5% im Jahr machen. Ja? Also so einfach geht schon los. Das heißt, 2 ganz wichtige Variablen. Hast du Zeit zum Lernen? Möchtest du diese Zeit aufwenden? Und was ist deine Motivation? Ist deine Motivation einfach nur reich zu werden? Dann kann ich dir sagen, die meisten, die mit so einer Einstellung zu uns gekommen sind, die haben es nicht gepackt. Warum? Weil die einfach nicht motiviert waren. Die mussten auf einmal was dafür tun, die mussten auf einmal dafür arbeiten und dann sehen die, ah, das ist ja doch wie in jedem anderen Geschäft. Und dann ist es gar nicht das, was mir eigentlich Spaß macht, sondern dann ist es was anderes. Und dann ist es nichts für dich. Also, machst du das aus der Leidenschaft? Klar, das hat finanzielle Vorteile, wenn man es dann kann. Aber machst du es aus Leidenschaft? Interessieren dich die Märkte? Möchtest du wissen, warum das jetzt hochgegangen ist? Möchtest du die Psychologie dahinter verstehen? Dann bist du da gut für gemacht. Wenn nicht, dann musst du es nicht machen. Ja, dann kannst du ganz einfache Dinge machen, aber du möchtest nicht hier diese Ziele erreichen, sehr wahrscheinlich. Also, wir haben diese Motivation, die von innen aus einer Leidenschaft rauskommt. Dann haben wir diese Zeit, das aufzubringen. Und dann haben wir natürlich diesen zweiten Punkt, die Unterstützung von anderen oder die Ressourcen. Wir brauchen Ressourcen, denn sowas wie jetzt, du schaust ein Video an und du hast eine Ressource. Du suchst nach irgendetwas im Internet, du möchtest Wissen erlernen. Und das ist gut in der heutigen Zeit, denn wir haben das Internet, wir haben sehr viele Informationen. Das Problem dabei aus meiner persönlichen Sicht ist häufig, dass wir alles selbst zusammenstückeln müssen. Und darauf basieren dann unterschiedliche Wege, die wir uns im Folgenden anschauen. Und einer davon wäre ganz klassisch Trial and Error. Das heißt, du hast grob das Konzept verstanden. Du hast da eine Strategie im Internet gefunden, da eine Strategie gefunden, von uns ein bisschen was über das Risikomanagement gehört und so weiter und so fort. Du hast also erstmal diese Motivation, den dritten Punkt. Du hast die Zeit, du hast auch gewisse Ressourcen, dir fehlt aber hier so ein bisschen die Unterstützung. Und mit Unterstützung meine ich wirklich einen Mentor, Leute, die dich einfach an die Hand nehmen und sagen, okay, der Prozess, den machst du super, aber fokussiere dich da und da drauf. Und das müssen zwangsläufig, wie immer im Leben sein, Leute, die das schon ein bisschen besser können als du auf jeden Fall. Wenn sie auf dem gleichen Level sind, wie sollen sie dich unterstützen? Und das ist einfach der Punkt, den ich häufig sehe, dass die Leute einfach sagen, okay, ich bin super motiviert, ich habe die Zeit, ich schaffe auch den Erfolg, aber dieser zeitliche Faktor, der wird natürlich extrem groß, weil sie einfach sagen, ich möchte keine Unterstützung, die paar Ressourcen reichen mir, ich möchte dafür nichts investieren und im Gegenteil, was darauf basiert ist natürlich, und ich spreche dort aus eigener Erfahrung, ist, ich habe mir keinen Mentor gesucht, ich habe es erst komplett alleine versucht und dann gehen einige Tausend erstmal den Bach runter, weil man tradet, man macht Trial and Error, man findet auch gute Sachen heraus, also im Endeffekt ist es Lehrgeld, aber einige Tausend Euro waren erstmal weg und das auch ziemlich, ziemlich schnell. Im Endeffekt denkt man sich dann, hey, warum macht man das nicht anders? Warum sucht man sich nicht jemand die paar Tausend Euro, die man dann ja verschwendet hat letztendlich, und später zusätzlich zahlen musste, um jemanden zu finden, der einem das beibringt, das summiert sich auf. Also warum nicht direkt den richtigen Weg? Und zusätzlich, ja, es ist so möglich und wir haben extrem lange gebraucht und wir haben immer wieder Mentoren bekommen
und uns danach umgeschaut. Aber unsere erste Herangehensweise war wirklich so Trial and Error. Und ich mache das seit 2012. Das war eine lange, lange, lange Zeit bis jetzt. Und es dauert also Jahre, bis wir auf diesem Weg erfolgreich sind. Ein anderes Beispiel, und das wäre so ein bisschen das Gegenstück, und das ist gut, dass es Leute gibt, die das so machen. Ich bin ja fest von denen einfach überzeugt, dass die es auch schaffen, weil die einfach mit der Einstellung schon da reingehen, okay, das ist ein Business. Das sind also Leute, die wissen, wie eigentlich ein Business funktioniert. Wenn ich jetzt irgendein Franchise aufmachen möchte, dann, ja, nur der Name alleine wird mir jetzt keinen Erfolg versprechen. Dann müsste ich mich auch umschauen. Wie hat der Geschäftsführer in dem Franchise-Unternehmen das Ganze erfolgreich gemacht? Was hat er gemacht? Also ich würde wieder von jemandem lernen, der es schon geschafft hat. Warum soll ich das einfach selbst machen? Ich habe doch keine Ahnung, wie das funktioniert. Und das sind genau solche Leute, die dann zu uns kommen. Steffi und Frank hier im Beispiel. Und die sagen, ich habe Zeit, ich bin motiviert wie sonst was, aber ich möchte neben den Ressourcen, die es überall auch umsonst gibt, möchte ich auch die Unterstützung einfach haben. Ich möchte jemanden haben, der mir jede Frage beantwortet. Und wie sieht das dann so zeitlich aus? Am Anfang, und das ist wirklich etwas, es geht hier nicht um unseren Kurs, es geht einfach um ein Konzept. Und du solltest für dich überprüfen, ob du ein solches Konzept einfach schon für dich selbst aufgestellt hast. Denn du bist ein Retail-Trader und du möchtest damit erfolgreich sein. Also musst du dir eine Art Businessplan zusammenschreiben, wie du dieses Ziel erreichst. Du musst das nicht mit Mentoren machen. Wie gesagt, es gibt auch den anderen Weg und den kannst du sicherlich auch cleverer gestalten, aber mach dir zumindest einen Plan. Und diese Punkte, die ich jetzt zeige, die solltest du haben. Wo du die lernst, das ist mir egal, ja, sondern überprüfe einfach, ob du das hast, und das ist ein Rat, und wenn du die nicht hast, dann wirst du auch schnell merken, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Hier in diesem Beispiel lernen die Leute erstmal die Grundlagen. Gut, das kannst du vielleicht auch bei YouTube machen, vielleicht nicht so kontrolliert und letztendlich chronologisch, aber das ist möglich mit Ressourcen. Dann erlernst du eine Strategie. Und da auch nochmal, wenn du einfach was umsonst haben möchtest, hier in diesem Fall, schau einfach mal oben jetzt in die Ecke, da blende ich in dieser Sekunde dann einen Link ein, wo du auf unser Gratis-Webinar kommst. In diesem Gratis-Webinar mache ich das Ganze nochmal mit einer Strategie, die auch Leute bei uns kaufen, weil sie einfach diese Unterstützung bekommen. Aber jetzt hast du zumindest mal diese Ressource, wie eine vernünftige Strategie aussehen sollte, was sie haben sollte, wie das Pattern Trading aussieht und so weiter. Also wenn du da Lust haben solltest, einfach kostenlos registrieren, fängt direkt an. Das ist eine Aufzeichnung von uns, die wir vor ein paar Wochen gemacht haben, und dementsprechend kannst du dir das direkt anschauen. Also hier einfach für dich Ressourcen, wenn du welche möchtest, keine Verpflichtung, schau es dir einfach an. So, der nächste Punkt wäre, wenn die Leute dann eine Strategie erlernt haben, also wirklich verstehen, worauf kommt es dabei eigentlich an, dann müssen wir diese objektive Strategie backtesten. Und das sollte auch erstmal manuell funktionieren. Denn ich muss jede Variable selbst prüfen, ich muss das Konzept verstehen, wie das Ganze auszusehen hat, und ich muss auch beispielsweise, wenn wir jetzt bei unserem Pattern Trading bleiben, da muss ich auch einfach verstehen, wie sehen die Patterns aus, wie oft wäre ich beinahe ausgestoppt worden und so weiter und so fort. Denn ich muss zu 100% erstmal mein eigenes System beherrschen, bevor ich da irgendwie mit Software anfange. Dann gibt es aber die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt an dem Schritt, ich habe 3-4 Wochen wirklich intensiv gebacktestet, vielleicht auch 2, dass ich sage, okay, gibt es eine Möglichkeit, wir sprechen ja immer noch über diese zeitliche Komponente, gibt es eine Möglichkeit, diesen Prozess zu beschleunigen und vielleicht sogar zu optimieren, effizienter zu gestalten. Und dann müssen wir sagen, ja, den gibt es, denn da haben wir einfach selbst eine Software entwickelt, die genau das macht. Die einfach das Backtesting super beschleunigt, die Patterns historisch findet. Und auch das ist wieder ein Investment. Klar, das können wir nicht kostenlos anbieten, das ist völlig richtig, weil wir das auch selbst programmiert haben, beziehungsweise programmiert lassen haben. Aber das Ding ist hierbei einfach, das ist ein ganz normaler Markt. Das ist ein Angebot, und dann gibt es Leute, die möchten das, weil denen die Zeit einfach was wert ist. Wenn ich also sage, das ist für mich ein persönliches Business und mein Backtesting, möchte ich mir nur 10 Euro die Stunde zahlen, ich teste aber 100 Stunden, ja, dann sind das schon 1000 Euro für mein Backtesting. Wenn ich jetzt irgendwo ein Tool mir kaufen kann, und auch wieder, da
darum geht es jetzt gar nicht, ja, sondern darum einfach, was ist mir meine Zeit wert, dass wir das einfach, das ganze Business uns als Business wirklich anschauen. Und wenn du da nicht deine persönlichen Kosten mit reinrechnest, dann ist es einfach nicht professionell und dann solltest du schauen, kannst du vielleicht was anderes machen. So müssen wir das einfach betrachten. Also hier haben Steffi und Frank diese Möglichkeit gewählt, da einfach noch dieses softwaregestützte Backtesting zu machen, einfach aus dem Aspekt, dass sie sagen, ich möchte das schneller machen und ich möchte mein Live-Training dann noch stabiler mit dieser softwaregestützten Lösung letztendlich machen. So, dann gehen wir über und da haben wir vorhin bereits diese Tabelle gesehen von Steffi und da habe ich gerade nochmal geschaut. Steffi hat vor 2 Monaten bei uns angefangen, also nicht Jahre, sondern 2 Monate kommt sie jetzt in diese Phase, wo sie jetzt den Live-Handel startet mit wenig Risiko und auch an dieser Stelle verlinke ich ein anderes Video, gerade wie gesagt erstmal das Webinar zu der Gartley-Strategie und jetzt nochmal den Link oben solltest du dir anschauen, wie wir als Community unsere Studenten unterstützt haben und die Fragen unserer Studenten innerhalb des Kurses beantwortet haben. Das Ganze kannst du dir auch einfach hier bei YouTube anschauen. Und da haben wir genau über den Aspekt gesprochen. Da hatten wir auch die Tabelle von der Steffi, die das softwaregestützte Backtesting hier gemacht hatte. Wohlgemerkt nach 2 Monaten, wie schnell das also geht, wenn man sich wirklich mit Motivation und mit Zeit da richtig hinterhängt. Also ein großes Lob hier nochmal an dieser Stelle. Und dann sehen wir wirklich, okay, da hat jemand ein Portfolio schon gestaltet und wirklich Ergebnisse rausbekommen, mit denen wir den Live-Handel starten können. Und das ist erstmal wirklich der erste große Milestone. Wie kommen wir dahin? Das sind die Schritte. Und da muss man aber sagen, jetzt ist noch nichts gewonnen. Jetzt wissen wir, was funktioniert und jetzt muss das Ganze im Live-Handel wirklich geprüft werden. Das heißt, geprüft werden auch, passt das, was Steffi herausgefunden hat, mit ihrem Alltag überein. Natürlich haben wir diese Überlegung früher bereits gemacht, aber jetzt, wir wissen es, wenn Geld ja riskiert wird, dann macht unsere Psychologie noch ein bisschen was anderes und das müssen wir überprüfen. Und deswegen haben wir auch in dieser Session, die du dir, wie gesagt, nachher anschauen kannst, wenn du dieses Video gesehen hast, da haben wir darüber gesprochen. Okay, du könntest eigentlich 1,5% pro Trade riskieren, wie wir das berechnet haben, auch in dem Video, aber starte mit dem halben Risiko. Du möchtest jetzt erstmal 10, 20 Trades machen, gucken, wie es sich anfühlt. Kriegst du die Regeln richtig live umgesetzt? Hast du Fehler gemacht? Wenn ja, dann müssen wir dann nochmal gemeinsam drüber sprechen. Dann kriegst du von uns die Unterstützung. Dann überlegen wir uns Lösungen, wie wir dein Problem hinkriegen. Und dann, wenn man da wirklich bestanden hat in dieser Challenge erstmal, dann gehen wir in den richtigen Live-Handel über mit dem normalen ausgerechneten Risiko. Das ist also das, wie es aussehen sollte. Und wie gesagt, es geht nicht um irgendeinen Kurs von uns, sondern es geht darum, dass du erstmal schauen solltest. Möchtest du Unterstützung, möchtest du keine Unterstützung? Da gibt es viele Leute, die dir helfen können. Hast du die Zeit, hast du die Motivation? Und das ist das Wichtigste. Es gibt so viele Leute, die einfach nicht die richtige Motivation mitbringen. Ja, warum sollte man das Ganze dann letztendlich machen? Wenn du diese 3 Faktoren hast, dann kannst du letztendlich schauen, wirklich, möchtest du Unterstützung? Okay, dann schau dir an, wo es das gibt. Wenn nicht, dann zumindest hier schauen, dass du für dich ein eigenes Konzept schreibst, dass du diese Schritte wirklich Schritt für Schritt abarbeitest. Und hierbei ist wichtig, du brauchst nichts Softwaregestütztes. Gar keine Frage. Nur dann wird es vielleicht 2, 3 Monate länger dauern, was auch kein Problem ist, wenn du die Motivation hast. Also das sind einfach nur unterschiedliche Komponenten. Die Software in der Mitte muss nicht sein, gar keine Frage. Aber die anderen Punkte, die müssen auf jeden Fall sein. Und dann sehen wir, werden wir zu unserem Erfolg kommen und dann haben wir das Ganze in 4 bis 6 Monaten. Hier wohlgemerkt, mit der Software noch schaffen wir das nochmal vielleicht 2 Monate schneller. Aber da geht es nicht drum. 2, 4 oder 6 Monate. Aber im Vergleich zu 3 bis 4 Jahren ist das auf jeden Fall etwas, wo man einfach drüber nachdenken sollte, wie man persönlich mit seinem Kapital umgeht. Möchte man das eher in den Märkten stecken oder in eine Ausbildung stecken? Das ist einfach meine persönliche Meinung. Etwas, was ich selbst gelernt habe, weil ich selbst viele, viele tausend Euro einfach in den Markt gesteckt habe und weg waren sie. Also einfach das. Hier noch einen kurzen Ausschnitt von Frank.
dass er einfach für sich eingesehen hat, dass das Ganze wie im Sport ist. Im Sport braucht man auch einen Coach, der einen auf das nächste Level bringt. Und das ist etwas, das kann ich nur bestätigen. Selbst ich habe Coaches, ich gucke dahin, wo Leute einfach besser sind und werde jeden Tag besser. Das heißt, nur wenn man irgendwas minimal erreicht hat, dann hört man nicht auf. Man möchte immer besser werden. Und das sollte deine persönliche Einstellung sein. Und das sollte die Einstellung sein, damit du zu deinem persönlichen Erfolg kommst. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen die Augen öffnen, weil es da viele falsche Erwartungen auch einfach gibt, dass ich in 3 Monaten Millionär bin. Bullshit. Das funktioniert nicht. Ja? Hier wirklich erstmal diesen zeitlichen Horizont abgesteckt. Und dann hast du einfach die Wahl. Was machst du? Ja? Trial and Error, paar Jahre. Oder suchst du dir Unterstützung? Und ja, das musst du einfach für dich abwägen. Wenn du sagst, das ist ein Business und in jedem Business muss ich da auch rein investieren, dann musst du das tun. Ja? Das ist keine Empfehlung, sondern einfach, wir müssen das offen diskutieren. Denn Leute haben falsche Erwartungen. Wenn nicht, verstehe ich das völlig. Wie immer hast du bei uns die Möglichkeit, über 400 Videos jetzt dir schon anzuschauen, Ressourcen zu bekommen. Wir helfen dir sogar, wenn du uns eine E-Mail schreibst. Aber du musst wirklich motiviert sein, lernen zu wollen. Das ist das Wichtigste und das solltest du heute hier auf jeden Fall mitgenommen haben. Wenn du noch ein paar Informationen brauchst, dann kannst du hier einfach bei uns auf Hier machen Trader schauen. Solltest du irgendwelche Fragen haben, einfach unten in die Kommentare schreiben. Wichtig hierbei einfach nur so ein bisschen die Augen öffnen, die zeitlichen Aspekte so ein bisschen rausgearbeitet zu haben. Und welche Punkte du auf jeden Fall in dein persönliches Trading mit einfließen lassen solltest. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wie gesagt, sollst du Fragen haben, einfach unten hinschreiben. Ich werde dir das schnellstmöglich beantworten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Servus und tschüss.